Liebe Schwestern und Brüder, viele Mitglieder unserer Gemeinde haben in den letzten Wochen gearbeitet, gebastelt und gebacken und gearbeitet. Das hervorragende Ergebnis der Arbeiten sehen wir hier in unserem Fall. Erstmalig fällt uns in diesem Jahr Frau Christine Grütter, die sich immer besonders aktiv für den Basar einsetzte. Durch den Erlös dieses Basars wird auch in diesem Jahr wieder die Arbeit unserer Missionare unterstützt. Ich möchte diesen Basar den kirchlichen Segen erteilen und ihn hiermit eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, alles, was du geschaffen hast, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn wir es mit Dank von deiner Güte entgegennehmen. Es wird geheiligt durch dein Wort und unser Gebet. Die Globen und Preisen wir dir danken wir für deine Macht und Güte. Segne den Missionsbasar, damit alle hier einkaufen, im Glauben wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.